Was denn, stört mich denn da beim Trinken? Beachte uns gar nicht. Wir wollen nur den Petschi holen. Wir sind gleich wieder weg. Moment, denn wollt ihr sagen, ich habe gerade den Anfang meiner Soaps verpasst? Weil ihr zwei meine Lieblingskanonenwärmer klauen wollt? Der ist doch nicht ziert. Schau dir einfach später die Wiederholung an. Und vorher werde ich in den sozialen Medien gespoilert? Boah, jetzt reicht's, Kleiner. Ich muss dich wohl zerquetschen, was? Was denn, Taukel, Trevor, wütender, ich hab's nicht hingen. What? Da oben dran? Aua, aua. Meins. Hier. Was guckst du denn so? Oh, wenn ich euch zerquetscht habe, rühre ich mit euch über Resten meiner Drinks um. Alter, hast du ja gerade reingesiecht, Kollege? Oder was ist das für eine Suppe? Warum? Ein Frosch im Hals hier. Oder wollte gerade sagen, oder warum ist es hier so feucht und dreckig? Hallo. Ich glaube, der holt gerade zum Schwung aus. Sorry, sorry, Mikrofon. Ich bin gerade volle Kanne dagegen. Komm nicht drüber. Und das letzte Auge nochmal hauen. Eigentlich wollte ich mich gerade schnell mal am Ohr kratzen, als ich das Mikrofon gehauen habe. Na, Kollege. Ey, was machst du denn für ein Blödsinn? Ey, Kuckuck. Arg, Auge im Auge, was tja, darin bin ich im Morastmeister. Oh krass. Nein, du sollst ja nicht einsammeln. Ey, wieso sammelt er die denn ein? Scheiße, wieso? Ah, oh, das ist doch bescheuert gemacht. Sobald du schwimmst, kannst du. Mann, fuck. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Oh, Pause. Lieber kleiner Kollege, muss mal kurz einen Schluck trinken. Mal die Nase putzen. Ja, wieder da. Das immer wieder. Ja, guck mal die Klappe. Geht sowieso wieder rein, Vogel. So, ich spare mir jetzt aber mal gerade die Stimme. Ich habe schöne Halsschmerzen hier. Ganz ein Gequakel heute. Ein wütender Krake. Ja, er hat seine Subs verpasst, der Freund. Ja, sind aber schon.
Ein bisschen eklig ist er schon, ne? Hallo? Was machst du denn? Ja, Kollege? Aua, verdammt. Oh, da zieht er gleich zwei ab. Gar nicht mitgekriegt, deswegen hatte ich auf einmal so wenig. Deswegen hatte ich so wenig Leben auf einmal. Verdammt! Hätte so im Hinterkopf erst eins oder zweimal getroffen, weißt du? Ja, so wird das aber nicht, mein Kumpel. Ja. Hey, was klotzt du denn so, mein Freund? Ach, wenn ich euch zerquetscht habe, mit euch Überresten meine Drinks um. Aber die blöde Geschwimme, ey. Richtig so kaputt? Shit. Ja, lass mal den Blödsinn. Lass den Blödsinn, habe ich gesagt. Sag mal. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Augen hat denn der Kollege? So, nebenbei gefragt. So, ich nehme das mal das. Ich dachte, der macht jetzt schon die Klappe auf. Ich könnte ein paar von den Leben hier gebrauchen, aber keine Energie. Keine Energie, Leben. Auge um Auge, Bastia, darin bin ich Morastmeister. Boah, ganz schön schnell. Ja. Und, schnell aus der Mitte raus. Ah, komm schon, komm schon. Jawohl, und drüber. Und, oh nein, was war das denn? Ah, shit, 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 shit. Fuck. Ach komm, jetzt lass mich doch mal drüber. Nein, jetzt, Mann. Da hängt ja jemand drunter. Oh fuck! Oh shit! Oh man! Okay. Ich bin langsam ein bisschen durch hier vom Spielen am Stück. Ja, geht auch schon wieder 2 Stunden. Das. Aber ich nehme das jetzt schon wieder seit 5 Stunden oder so auf. Alter. Alter Verwalter. Okay. Aber den will ich noch schaffen. Ah, komm, halt die Klappen. Jo, Eulen. Ich nerv, dass man die paar Leben, die man hat, so scheiße einsammeln kann. Ja, komm. Mach den Kopf zu. Tentakel Trevor, wütender Tentakel. Ja. Hallo. Du bist ganz schön hässlich, Kollege. Danke. Na, fick dich doch. Du mir jetzt so lange? Na, shit. Lange wie Wasser da, noch kein Wasser da ist, wenn ich so wieder voll zu kriegen, aber.
Und überall meine Trinken. So, ja, komm. Geh weg! Nicht berühren. Halt schön Abstand, mein Freund. Zum Starflower aus der Mitte kommen oder von oben? Aus der Mitte. Jetzt kommt ein Schlag. Nee, kein Schlag, jetzt kommt noch ein Ohr. Da ist immer schön in Bewegung bleiben, nach Möglichkeit fliegen. Nein, die war da schon wieder oben. Ja, nicht gibt's, mein Freund. Jetzt. Wie groß ist denn der eigentlich? Oh, Auge. Was? Ja, darin bin ich der Morastmeister. Ja, ich weiß. Das ist schon zweimal erzählt, mein Freund. Oder dreimal. Mein. Mitte nochmal. Ich glaube, dreimal müssen wir das Ganze machen. Also müsste das der letzte Durchlauf sein. Diesmal sehen unsere Leben ja auch soweit ganz gut aus. Es sieht übrigens sehr cool aus, muss ich mal festhalten. Also die Texturen, die er da das Haut hat, praktisch. Gefällt mir echt gut. Und gehört wieder zu der Kategorie, dass ich das mir eigentlich gerne mal in Ultra angucken würde. Nein. Zwei. Nein, zum Glück war das kein Treffer. Ja, weg. Nicht gibt's. Nicht. Nein! Du Arsch! Okay, komm. Zack. Vermalet ein. Ihr habt mir ja so richtig eine verpasst. Bei so vielen Augen hätte man meinen sollen, dass du es kommen siehst. Ah, dann nimm doch den Kanonenwärmer. Das gibt Ärger, wenn meine Alte nach Hause kommt. Ja, voll eklig. Das ist voll eklig. Was, Fiesling aus der Tiefe? Gerade freigeschalten. Das ist voll ekelhaft. Ach komm. Wirklich? Ihr? Oh, oder? Die mache ich so blatt. Bam! Oh. Okay. Ah, guck mal, jetzt ist die Tür zu. Geil. Nice. Ich würde sagen, das war sogar schon der Endgegner aus dieser Welt. Ich guck noch mal ganz kurz nach der Münze. Aber ich wüsste nicht wo. Höchstens bei den blöden Pilze. Hey, hallo. Genau, den wollte ich haben. Den will ich auch haben. Den will ich haben. Du gehst da weg. Es ist doch 100 Pro. Geht's doch hier weiter, wenn wir die Welt erweitert haben. Anders kann ich mir nicht erklären. Diese drei Pilze sind, auf dem man nicht stehen bleiben kann, die ins Nichts führen. Aber wo ist denn seine blöde Münze? Gibt er uns einen Tipp, wenn wir jetzt mit ihm reden? Hallo? Freunde, immer noch nicht Spielmünze gefunden?
Extra hier in der Nähe sicher einige sehen. Ja, yeah, Rexo. In der zweiten Welt hat es auch gut geklappt, aber hier. Aber was heißt in der Nähe bei ihm? Ja. Ich glaube nicht, dass sie hier unten ist. Erstens hat man die schon gefunden. Hier kommen wir auch diesmal nicht um seine Insel herum. Nur hier auf das Rohr drauf. Wird doch ein Rohr. Kommen wir da irgendwie drauf? Ich wollte jetzt schon aufgehört haben, wohl bemerkt. Ach, sind die Kollegen wieder da. Den schon mal einen Schlag verpassen. Ja, komm. Schau mal lieber ein Schmetterling. Das hier irgendwo rauf? Ich wüsste jetzt nicht wo. Ich weiß es nicht. Oh, die Pilze sehen ja cool aus da oben. Und Screenshot. So. Aber egal, ich ignoriere jetzt mal die Tatsache, dass wir seine Münze nicht haben. Oh, nein, ja, ja, ich weiß. wie gesagt, ich ignoriere das jetzt mal. Und werde mich dann für diese Aufnahme hier verabschieden. Ich mache auch ganz kurz, dass es nicht so lange dauert, falls ich hier reinschneiden muss. Ich sage, good luck, have fun, bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder in einer neuen Aufnahme. Es ist sogar direkt mal der nächste Tag. Was bedeutet, ich weiß sogar noch, was ich gestern gemacht habe. Und das ist doch echt erstaunlich, oder? Was ist das da hinten? Waren wir da schon? Der feine Topf. Da müssen wir mal hin. Ich weiß, dass wir noch die Münze von Rextro brauchen. Und dann bin ich mir auch noch gar nicht sicher, ob wir schon alles gesehen haben. Ohne die Welt jetzt zu vergrößern. Bin mir nicht sicher, was das da ist. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und dann müssen wir praktisch mal hier aus dem Stadtgebiet uns mal die Richtung anschauen. Also die Richtungen. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Und das ist ja giftiges Wasser. Was ist da für ein Pilz? Macht der irgendwas? Hallo, Pilz? Nein. Es ist einfach nur ein Pilz. Guck mal, da hinten liegen zum Beispiel noch Federn. Da sind wir definitiv noch nicht lang gegangen. Ich glaube, da waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Ja, ja, ich erinnere mich. Das. Ganz kurz schauen, können wir da so hin? Wie kommt man denn da rüber? Okay. Wie kommt man da rüber? Ist das vielleicht Gebiet nach der Erweiterung? Das sieht schon. Das sieht so aus, als würde da gar nicht hinkommen, oder? Die Pilze machen komische Geräusche immer noch. Alles beim Alten, alles beim Alten. Mikrofon kurz, Vorsicht. Könnte laut werden, so. Vorsicht. Okay, gut. Wir gehen einfach mal da lang, wo wir. Naja. Oder wir rutschen einfach irgendwo hin. Hallo? Moment. Komm, hau ab. Oh, meins. Von ihm haben wir schon alles, dann gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Wir hatten nämlich auch neue Tunicums. Haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Willkommen zurück. Ich wette, ihr werdet alle meine Tunika im 0, nichts freigeschaltet haben. Ja, easy. So, was haben wir denn jetzt?
Wohlauf, erhalte ein Schmetterlingsgesundheitsplatz. Die brauchen wir nicht. Hamsterer, Sammlerfeder mit Jokers Ex. Haben wir ja gerade. Jäger spüren, wenn Zeitobjekte in der Nähe sind. Da würde ich jetzt nicht machen. Rollen verbraucht weniger Energie. Nö, nee, das stört uns nicht. Kein Schaden, wenn du auskommen willst. Nö, nee, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Also bleibt erstmal so, wie es ist. Oh, du schon wieder, Rolli. Das ist ein anderer Rolli, würde ich sagen. Dann geht's auch noch weiter da. Alter. Groß ist denn diese Welt? So, hi. Was geht, Echsenmann? Ich bin Wally. Gehört dir diese, gehört dir dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind mehr im Peachy-Geschäft. Super, und das soll auch so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie. Auf dem Bauernmarkt. Ich liebe Bauernmärkte. Die hohen Preise halten den Pöbel fern. Ganz recht. Könntet ihr beiden mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es einem dieser Pilze golden gefunkelt hat. Goldenes Funkeln? Hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme zum Schweigen zu bringen. Prima! Denkt dran, solange welche übrig sind, wachsen sie noch. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Okay, das stinkt mal, das kriegen wir hin, oder? Okay, ich weiß nicht, ob das sonderlich effektiv ist, was wir hier tun, weil wir haben ja eigentlich. Okay, wie war das andere? Ah, okay, machen wir das Ganze mal so. So, und jetzt müssten wir. Jawohl. War ganz easy. Krass, Leute, kommt hier rüber. Ich habe eine Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt. Er hat gelogen. Er hat gesagt, in dem Pilz hat's gefunkelt. Aber er hat den Peachy ja einstecken, der Drecksack. Ah, es ist ja ein Drecksack. Dufte, ihr habt alle Pilze zerauf. Was? Der Deppert. Ja, und keine goldene Beute, weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Das goldene Funkeln ist voll in meinen Korb hier gelandet. Ich zahle meine Schläger immer aus. Okay, wenn jemand fragt, wie waren die hier? Kapisch? Ich weiß gar nicht. Feld? Ich habe kein Feld gesehen, nein. Hier war kein Feld. Jeder hat ein Feld gesehen? Nö, ne, oder? Ich glaube nicht. Ah! Was platzt du so, hab ich gefragt. Was platzt du so? Pilze? Meins? Lecker? Meins? Lecker? So, was ist das denn jetzt hier? Okay, machen wir mal weiter. Hier was? Nö. Uns fehlt? Noch einer, der Hunger hat, müsste das sein, ne? Okay. Nee. Alter, diese Augen. Alter, schon wieder so Einkaufswagen. Jetzt auch, Alter. Der hat kein Ende hier. Was ist denn los? Lord. Wieder ein trauriger Tag im Sumpf für Olli. Weggeworfen und ungeliebt. Okay, heißer Reifen, hast du da Bitches in deinem Haufen Schrott? Das Einzige, was ihr in meinem Korb findet, sind gebrochene Herz und Verzweiflung. Sumpfmüll ist da doch auch noch, sehe ich von hier. Was kannst du uns über dieses Labyrinth davon sagen, Olli?
Es ist furchtbar, verschlungen und endlos und schlimmer noch. Die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht den Page am Ende holen können. Du bist noch immer interessiert, nehme ich an. Ja, Logo, oder? Hört sich nicht so schlimm an wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen es mal. Viel Glück. Leider gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende dieses Labyrinths. So. Gibt's denn hier was? Oh, wir sind zu weit weggelaufen, oder? Nein! Das ist rein, ich will nicht nochmal mit dem reden. Ach, verdammt. Ja. Blablabla, heul. Ja. Ja, komm, lass uns rein. Okay, wir haben nicht sehr viel Zeit und eine Menge Müll. Noch ein Labyrinth, oder? Das war falsch. Geh mal weg, Kollege. Bitchy, wee, yeah. Sehr geil, yeah, wee. Es geht nicht raus. Ja. Achso, hier geht's einfach wieder raus. Okay. Dann haben wir das ja schon. Easy, würde ich sagen. Easy. Dann ging es doch hier hinten irgendwo weiter. Genau, da sind auch noch Federn. Keine Augen? Keine Augen. Sehr schön. So, jetzt kann ich gucken, was hier hinten ist. Oh, jetzt können wir ja rein. Ich vermute fast, ist hier noch irgendwo. Was haben wir denn alles? Oh, wir haben nur die DNA bis jetzt. Wir hier vielleicht noch was finden. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Hier geht's wieder raus. Jetzt auch nicht weiter. Okay, wir kommen hier scheinbar nicht weiter. Okay, schade. Oh, uns fehlt noch eine ganze Menge hier in dem Level. Aber ich habe ja gestern gesagt und versuche mich heute mal ein bisschen dran zu halten. Nicht ganz so ewig hier an die Level rumgammeln, sondern uns lieber dann bei Zeiten einfach auf dem Weg ins nächste machen. Und vielleicht werde ich am Ende dann mal so ein paar Sammelfolgen machen, wo ich dann nochmal in die Level reingehe, wenn wir alle Fähigkeiten haben. Achso, wir sind wieder bei ihm. So, dann würde ich sagen, ja, können wir das schon mal erweitern auf jeden Fall. Wenn wir dann alle Fähigkeiten haben, nochmal in die Level reinzugehen und dann auch die Sachen zu holen, die wir jetzt so auf jeden Fall nicht gekriegt haben. Wie ich zum Beispiel schon weiß im ersten Level, wie ich auf jeden Fall noch ein Page kriege. Das weiß ich schon. Kommen wir hier nicht zu Rextor. Das weiß ich schon. Mit der Fähigkeit, die wir hier aus dieser Welt haben, mit der Furzblase. Wir sind hier auf der Seite. Können wir hier nochmal kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Ach, das ist das hier mit den komischen Türmen, okay. Mit der Furzblase in der ersten Welt, und zwar im Wasser. Da ist ja so ein Knopf unter Wasser. Wir wussten ja nicht, wie wir den drücken können, bla bla. Na, also ich wusste das, ihr wusstet das nicht. Ich wollte es euch nur nicht verraten. Oh, hier gibt es nichts weiter. Und das würde ich dann alles in einem Rutsch machen, wenn wir alle Fähigkeiten haben. Sonst rennen wir hier 100-mal hin und her. Hallo. Okay, wo war denn der Ausgang? Beziehungsweise der Eingang. Und für das Rohr, durch das wir gekommen sind.